Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Sid für euch, heute mit einem neuen Video und zwar geht es um die Hagebutte, eine nordische Kraft, was norddeutsch ist, so sagt man zumindest den Überlieferungen, weil es im Norden viel vertreten ist und wir wollen uns heute einmal um die Hagebutte beschäftigen, was sie für Eigenschaften hat und was sie für uns alles so mitbringt. Ihr kennt das sicherlich, aktuell im Internet kursieren unterschiedlichste Vitamin C Bomben wie Acerola Kirsche, Dendi, Amla Stachelbeere, also die Amla Beere, die Stachelbeere, die indische Stachelbeere oder Kamu Kamu. Ja, es gibt ja unterschiedlichste mittlerweile Booster und die vollgepackt sind mit Vitamin C. Und da ich ja schon, wie ihr schon für den anderen Videos, egal ob das ist Eiervideo oder unterschiedlichste Videos von mir kennt, ich bin immer ein Befürworter, das Ganze aus den Regionen zu beziehen. Ja, und da wir in Deutschland leben, sollten wir versuchen, mit den Dingen, die wir schon seit Urzeiten hier haben, wo wir unsere Vorfahren groß geworden sind, die natürlich auch zu konsumieren. Das macht am meisten Sinn und ich glaube, von der Verträglichkeit ist das auch für unseren Körper wesentlich besser, als irgendwelche Früchte zu nehmen, die gar nicht aus unserer Region kommen. Demzufolge wünsche ich euch viel Spaß. Wir wollen uns mit den Hagebutten mal so ein kleines bisschen auseinandernehmen und gucken, was wir denn damit alles so machen können. Erstmal ganz, ganz cool und spannend. Bei 100 Gramm Hagebutten haben wir teilweise 1500 Milligramm Vitamin C. Das ist schon ziemlich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch der Hauptbefürworter vom Hagebutten, von den Inhaltsstoffen. Und es gibt mittlerweile sogar schon einige Entdeckungen über Hagebutten, die teilweise bis zu 5000 Milligramm haben, ja, auf 100 Gramm. Das ist ziemlich heftig. Ja, wann könnt ihr die Hagebutten ernten? Die könnt ihr im Oktober ernten, man kann auch September, November sagen, ja, das ist so die Regelzeit für die Hagebutten. Allerdings solltet ihr dabei eins beachten, sie sollten ziemlich satt sein und rot, ja, also noch schön fest in ihrer Form, rot, aber trotzdem auch natürlich auch reif. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier ein bisschen vielleicht erkennen. Ihr seht, ich habe da auch dunkle drinne, weil ich die relativ später, das werdet ihr nachher auch in den Bildern und so sehen, relativ spät geerntet habe, also im Dezember, wo ich die entdeckt habe, wo ich auch im tiefsten Norden war. Ich ernte die zu jeder Zeit, also ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt im späteren Verlauf, also ihr könnt da auch im Dezember, ihr könnt im Januar, ihr könnt im Februar oder auch hier selbst jetzt im Februar, März und sogar teilweise im April könnt ihr trotzdem immer noch ernten. Also die Möglichkeit besteht da trotzdem. Und wenn ihr ein paar Hagebutten um die Ecke habt und ihr seht, da sind noch ein paar dran und die sehen noch relativ ganz gut aus, warum nicht? Einfach mitnehmen. Und dann könnt ihr die auch verwenden. Jetzt ist natürlich die Frage, für was kann man denn eigentlich Hagebutte überhaupt verwenden? Ja, die meisten kennen das ja gar nicht mehr. Ich kenne das noch von meiner Omas Zeit her. Da gab es auch immer Hagebuttentee, das war mega geil, mega lecker. Und da bin ich auch immer bis heute noch angefixt. Aber wir können auch viel, viel mehr mit Hagebutten machen. Und zwar können wir die in Salat reinpacken, das heißt, oder Marmelade zum Beispiel daraus herstellen. Dafür verwenden wir aber bei den Hagebutten sowohl nicht den Stiel, als auch nicht die innen drinne die Kerne, die so ein bisschen fädrig sind, sage ich mal. Ja, also die so wie Faden im Prinzip haben. Das muss alles entfernt werden. Und auch die Schale wird entfernt, sondern man nimmt nur das Mark. Das heißt, da macht es schon Sinn, wenn die ziemlich frisch sind, wenn ihr selber Marmelade oder Salat herstellen wollt. Oder natürlich, ihr könnt das auch direkt so vom Strauch naschen. Das ist natürlich auch mega lecker, wenn man einfach nur mal das Mark probiert. Das ist super lecker. Also für diejenigen, die es nicht kennen, schaut, dass er in diesem Jahr, Oktober rum, September, Oktober rum, da mal zuschlagt. Das lohnt sich auf jeden Fall und ist einfach ein super Genuss. Was kann man noch verwenden? Man kann noch Öle für die Haut herstellen. Ja, da die sind besonders entspannt, wirkt sehr entspannt. Habe ich selber jetzt persönlich noch nie ausprobiert, ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und der Hauptpunkt für mich zum Beispiel von der Nutzung her ist jetzt die Teenutzung. Und dafür
Das ist wirklich der Hammer. Also ich finde, Hagebuttentee schmeckt super lecker. Auch wenn ihr das so vielleicht kennt, ja, von der eigenen Überlieferung und. Ihr müsst nicht die Hagebutten entkernen. Ihr könnt die Kerne drinne behalten. Die Kerne haben sogar noch super coole Eigenschaften. Deswegen, ich nehme auch immer komplett alles, sorge dafür, dass es schön getrocknet wird, schon getrocknet wird. Das passt, kann man natürlich mit einem Dürrgerät optimal erreichen. Das heißt, mit einem Dürrgerät habt ihr da in dem Sinne keine Probleme. Und dann habt ihr sogar noch die ganzen zusätzlichen Nährstoffe drinne, die zum Beispiel bei Arthrose sehr, sehr gut helfen, also effektiv für Arthrose. Da sind die Inhaltsstoffe der Kerne innen drin dafür mit zuständig. Das heißt, die Kerne könnt ihr ohne Probleme bei dem Teeaufguss mitverwenden. Kann ich euch nur raten. Nicht wundern, wenn ihr den Tee aufgießt, wenn das auf einmal, ja, wieso bleibt denn der so weiß oder nimmt gar nicht so diese rote Färbung an? Das ist in der Industrie, oder was heißt in der Industrie, wenn ihr so Teebeutel kauft mit Hagebutten, das gibt es ja natürlich auch, dann werden die ja meistens so richtig schön sattrot, ähnlich wie die Hagebutte an sich. Das ist aber ein Trugschluss, weil da wird nebenbei noch Hibiskus zugesetzt. Hibiskus färbt grundsätzlich alle Stoffe, wenn ihr so Hibiskusblätter so nehmt, sehr, sehr rot, sobald das in Wasser in Verbindung kommt. Und das vermischen die und dadurch wird das halt, bekommt das so eine schöne künstliche rote Farbe. Aber es geht ja nicht um die Farbe, sondern um Inhaltsstoffe. Aber nicht, dass ihr euch da wundert und denkt, ihr habt irgendwie eine komische Sorte oder sowas, ja. Okay. Ja, ich habe noch ein bisschen was rausgesucht, gleich von den Inhaltsstoffen. Was man auf jeden Fall sagen kann, von der Wirkung her, Hagebutten zielen natürlich mit dem hohen Vitamin C-Gehalt erstmal zu einem rein, was natürlich gerade jetzt zu dieser Winterszeit oder auch Frühjahrszeit super gegen Frühjahrsmüdigkeit vorsorgt. Ja, also dafür sind die Hagebutten bekannt, dass man dann dieses Schläfrige und Tranige sozusagen, dass man da aufblüht und das Ganze ein Stückchen aufhält. Da muss ich gleich mal direkt einen Schluck nehmen. Ja, also so einen auffrischenden Effekt. Es wirkt auch entwässernd, stärkt das Bindegewebe, ist gut für die Immunzellen. Was aber, wie gesagt, alles dem Vitamin C so ein Stückchen zurückzuverziehen ist, oder kann man darauf schließen. Ja, Inhaltsstoffe. Was haben wir drin? Wir haben ätherische Öle enthalten, wir haben Pektine enthalten, Gerbstoffe, wir haben Kieselsäure, wir haben auch Antioxidantien drin enthalten. Flavonoide zum als Beispiel darin zu nennen. Wir haben auch Vitamine enthalten, wie Vitamin A, Vitamin B1, B2 und auch Vitamin C natürlich in hoher Form, und sogar Vitamin E ist auch enthalten. Und von der Mineralstoffdichte haben wir Zink, Kupfer, Natrium, Phosphor, Eisen, Calcium und Magnesium. Ja, also auch schon eine große Bandbreite an Nährstoffen. Und dadurch, dass ihr euch das frisch pflückt, und je nachdem, wo es halt wächst, habt ihr noch diese ganzen Nährstoffe wirklich drin enthalten und nicht diese, was ich, wo kiloweise irgendwie Hagebutten irgendwo angebaut werden oder gezüchtet werden und für einen Teeprozess, da ist natürlich nichts drin, weil Strauch an Strauch bringt nichts. Wir brauchen keine Monokultur, sondern das muss schon breitläufig sein. Aber ich denke mal, das wisst ihr ja mittlerweile alle. Genau. Ja, was kann man zum Schluss noch sagen? Ich werde euch auf jeden Fall noch mal ein paar kleine Bilderchen reinpacken, wo ich gepflückt habe und so ein klein vom Strauch, dass vielleicht diejenigen, die es noch nicht so richtig kennen, mal so einen Strauch noch mal sehen. Und die Möglichkeiten sind, wie gesagt, extrem vielfältig. Wenn ihr jetzt selber mal loszieht und darauf achtet, werdet ihr sehen, dass es so viele Sträucher und überall, oder auch bei Kleingärten und überall so kleine Sträucher gibt, wo Hagebutten wachsen. Und man da einfach zuschlagen kann. Passt ein bisschen auf, man kann im Notfall auch gerne Handschuhe anziehen, weil ich ratsche mir auch des Öfteren. Ich war auch jetzt erst wieder auf Kurs und man ratscht sich doch mal noch mal ganz schnell die Hand irgendwie auf und kann sich dann doch verletzen bei beim Hagebuttenpflücken, ja. Also die Dornen sind doch schon ziemlich aggressiv und haben so einen kleinen Widerhaken-Effekt, das heißt, die bleiben auch fest drin. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber ansonsten denke ich mal, wird das kein Problem. Ja. Ansonsten antwortet mir gerne mal. Ich würde gerne mal wissen, habt ihr schon Erfahrungen selber mit Hagebutten gemacht? Sammelt ihr die selber? Habt ihr vielleicht selber jetzt Lust darauf, mal pflücken zu gehen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne mal einen Daumen da. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sid.